Hier ist wieder Füssen aus Berlin. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und habe schön eingekauft. Und ich dachte mir, dass ich euch mal zeige, was ich so eingekauft habe. Außerdem habe ich einen neuen Herd bekommen und meine Küche ein bisschen anders arrangiert. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert es euch auch, weil jetzt werde ich auch wieder ein bisschen mehr kochen. Aufgrund dessen, dass ich jetzt hier eine neue Herdplatte habe. Und mein Entsafter, den werde ich auch wieder einsetzen. Da ist der gute Entsafter, der wird demnächst eingesetzt. Den habe ich schon letztens eingesetzt, habe mir schön Sellerie und Mühlensaft gemacht. Und das mache ich jetzt öfter wieder. So, hier scheint das hier ein bisschen krass. So, das ist mein neuer Gasherd und der ist richtig schick und der lässt sich auch viel, viel einfacher hier bedienen. Ich einfach nur hier raufdrücken. Man macht das so klack, klack. Na, es funktioniert nicht. Vorführeffekt. Also nach rechts rein. Dann seht ihr. Und aus. Geht alles von mir selber. Bei dem anderen brauchte ich mal so einen Zünder. Und das geht jetzt alles hier alleine. Und hier habe ich die Ecke auch ein bisschen befreit, dass ich da auch ein bisschen mehr kochen kann. So, hier auf den ersten Blick. Machen wir erstmal, fangen wir hier an. Das habe ich hier von Alnatura. Das sind meine Haarfärbemittel. Die finde ich richtig gut. Das ist so ein Schokobraun. Dann habe ich hier einmal den, nachdem ich gefärbt habe, den Fixierer. Und hier die Pfurbehandlung. Damit wasche ich die Haare erstmal aus, damit alles, was in den Haaren sich angesammelt hat, rauskommt. Und die Produkte, das ist 8, 9 Euro, 5,99 €, also 6 Euro und das auch 6 Euro. Aber die Sachen durch 3 geteilt, weil die benutze ich mindestens dreimal. Es ist okay, finde ich. Und das sind alles Naturprodukte, vegan. Also lohnt sich. So, was habe ich noch geholt? Die Gnocchis hier. Die sind auch vegan. Sind bio. Und die sind auch nicht so teuer. Und die schmecken sowas von lecker. Manchmal immer eine Tomatensauce. Manchmal mache ich mir auch nur einen Hummus rein, damit es schön cremig wird. Warum? Braucht man eigentlich nicht viel dazu tun. Man kann dann auch frischen Spinat reinmachen. Schmeckt alles sehr gut. Habe ich hier dieses Curry Mango, das habe ich übrigens von Alnatura, das auch, habe ich Curry Mango geholt. Dann habe ich hier diese Toskana-Bällchen geholt, da mache ich mir immer Reis dazu und so eine Tzatziki-Soße, also aus Soja-Joghurt und Minze mache ich da, getrocknete Minze, Salz und ja, das schmeckt mir voll gut. Und da mache ich noch Hefeflocken rein. Yummy, yummy. So, und das hier ist auf Buchweizenmehlbasis, sind Nudeln, glutenfrei. Dann habe ich hier einmal Äpfel von Alnatura. Und die sind auch schön rot. Die sehen so lecker aus. Aber die nehme ich immer jeden Morgen zum Müsli. Da habe ich hier diesen Naturjoghurt. Sojajoghurt, der schmeckt echt wie fast wie Joghurt. Den Joghurt, den ich früher immer gerne gegessen habe, den es am Ende nicht mehr gab, sondern immer nur noch diese Cremepaste. So, und dann habe ich beim Asiamarkt Tofu Natur geholt, zweimal. Das hier ist echt nur für 1,25 € und ich glaube, das ist auch bio. Und ja, ist vegan, deshalb hole ich das immer und das kostet nur 1,25 €. Und GMO, nicht genetisch verändert. Free. Ach ja, der Tofu, der ist hier in Berlin gemacht worden. Krass, habe ich gesehen eben. Und ohne Gentechnik. So, jetzt hier. Jetzt geht's weiter. Ganz schön viel, ne? Das habe ich ja vom Altermarkt. Das ist China Pochoy. Das sieht aus wie Spinat. Dann habe ich hier Chantal Pak Choi. Ja. Und dann habe ich hier Edamame. Und das esse ich nachher, wenn ich zurückkomme vom Fitness und vom Yoga. Darauf freue ich mich schon besonders. Und da habe ich hier noch ein Packen Sojasprossen, auch vom Asiamarkt. Und das Ganze, ja, werde ich einfach mal anbraten, alles. Die Edamame nicht, die werden einfach nur in der Mikrowelle warm gemacht. Und dann werde ich das immer zu Reis portionieren und mir jeden Tag in der Woche, in der Arbeitswoche, immer so ein Stück Gemüse nehmen. Ich finde das voll die gute Idee.
Und so ein bisschen Greens ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen anbraten, ganz wenig Öl nehmen. Ich glaube, das wird lecker. Und dann mache ich Sojasauce einfach mal ein bisschen drüber, so für den Geschmack. Ja, das sind wir auch schon fast fertig. Hier habe ich noch so ein Kimchi Pikant. Auch bio, glutenfrei, pipapo. Von, also die Sachen sind sowieso alle glutenfrei. Schaue ich immer vorher. Und das ist auch von Alnatura. Dann habe ich hier Falafel Classic, auch von Alnatura. Finde ich alles auch vegan. Dann habe ich hier Mais Amaranth, was finde ich, schmeckt nicht so lecker. Und dann habe ich hier noch so ein Packen Bananen. Und hier habe ich leckere Weintrauben, Bio-Weintrauben. Die sehen so lecker aus, die musste ich holen. Ich glaube, davon koste ich gleich welche. Oh, lecker. Schmeckt echt gut. Braucht man ja nicht waschen. Und dieses Wasser habe ich mir noch geholt. Das ist wie Mittagessen für mich. Das macht mich so satt, das Wasser. Ja, das war es auch heute wieder von mir. Ein leckeres Foodhaul. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe immer, es gibt so viele Klicks auf meiner Seite, aber keine Abo-Zuwächse. Deshalb, wenn euch das gefällt und ihr gerne meine Videos euch ansieht, bitte ein Abo nicht vergessen, dass ich mich freue, oder so als Feedback, dass euch mein Kanal gefällt. Ne? Okay, tschüss!